Athene Galiziadis arbeitet häufig genreübergreifend. Sie benutzt also ganz verschiedene Materialien und fügt die in installativen Settings zusammen. Mich interessiert am Schaffen von Athene Galiziadis die wahnsinnige Vielfalt, die sie präsentiert. Aber in dieser Vielfalt ist sie sehr präzise. Also sie geht ganz genau auf ihren Gegenstand ein und auf ihre Idee, die sie vermitteln möchte. Handwerk allgemein sehr inspiriert, habe ich schon lange gedacht, ich möchte mal etwas mit Glas machen. Und dann, als ich dann eingeladen wurde für diese Ausstellung und das erste Mal nach Stans gefahren bin, bin ich an Hergiswil vorbeigekommen. Und ich habe zu Hause halt auch das eine oder andere Objekt aus dieser Glaserei, aus dieser Manufaktur. Und da kam eigentlich die Idee so gleich, ach, wäre das was? Und so ist das dann entstanden. Wir haben ganz viele unterschiedliche Materialien, die vor, hinter, nebeneinander stehen. Und diese verschiedenen Blickachsen, diese verschiedenen Einblicke und Durchblicke erzeugen so eine gewisse Verschiebung und einen gewissen Sog. Man wusste natürlich, die Glasobjekte nehmen das Licht auf, sie brechen es, sie spiegeln es. Aber dass die Reflexion der Deckenbeleuchtung einen so überraschenden Effekt haben wird, das haben wir uns wirklich nicht so überlegt. Und das ist aber ein toller Zusatz, der da war. Sind es vielleicht so Aufforderungen zum Sehen? Das interessiert mich immer. Wie schaut man etwas an und wie geht man durch einen Raum? Und so, das ist wie eine Art Sprache, die man sehen und fühlen und begehen kann.